Ja, in diesem Abschnitt haben wir jetzt im Prinzip nach dem ersten Abschnitt oder im ersten Abschnitt haben wir im Prinzip gesehen, wie man, ich sag mal, konzeptuell ein Experiment gestaltet und wie man es durchführt, um dann ein Ergebnis zu erhalten. Was wir noch nicht, die einzige Komponente, die uns hier noch fehlt, ist ein Maß, mit dem wir dann tatsächlich quantifizieren können, welches System oder wie gut ein System ist. Und anhand dieser Quantifizierung dann die verschiedenen Systeme, die wir miteinander vergleichen wollen, ranken können. Auch hier erst nochmal eine kleine Einführung, wie man denn Performance misst. Es gibt im Prinzip unter dem Begriff Performance zwei Aspekte, die üblicherweise betrachtet werden. Bei der Performance-Beurteilung können üblicherweise oder werden üblicherweise zwei Aspekte unterschieden. Das ist die Effektivität und die Effizienz. Mit Effektivität bezeichnen wir den Grad, zu dem ein System zum Beispiel in unserem Fall das erwartete Ergebnis auch wirklich erzeugt, den Erfolg. Und mit Effizienz messen wir oder bezeichnen wir den Anteil der nützlichen Arbeit, die das System vollbringt, während es denn das Problem löst. Also im Großen und Ganzen, wie schnell es das Problem löst. Je schneller, desto besser. Bei Suchmaschinen ist es so, dass man sich üblicherweise wünscht, dass das Ergebnis auf Knopfdruck da ist. Wenn das mal nicht der Fall ist, ist das nicht schlimm. Es gibt auch Suchsituationen, wo ja, auf Systemseite ein paar komplexere Anwendungen stattfinden müssen, die einfach Zeit benötigen, weil es noch nicht schneller geht. Das ist dann einfach so, da müssen die NutzerInnen mit leben. Ansonsten wünscht man sich natürlich eine absolut schnelle Beantwortung. Deswegen konzentrieren wir uns auch im Information Retrieval eigentlich immer nur auf die Effektivität. Effizienz war in der Vergangenheit ein ganz großes Thema, als es noch darum ging, auf sehr beschränkten Maschinen möglichst viel unterzubringen, die Indexe schnell zu machen überhaupt, die Art der Datenstruktur herauszufinden und so weiter. Da wurde Effizienz noch sehr intensiv betrachtet, das ist heute im Prinzip gar nicht mehr der Fall. Deswegen sprechen wir in der Praxis auch eigentlich gar nicht mehr von Performance. Oder sehr häufig, wenn Sie irgendwo Performance lesen, ist eigentlich nur Effektivität gemeint und die machen gar keine Geschwindigkeitsmessungen oder Runtimes oder sonstiges. Und das ist ein Problem, weil es natürlich zu Missverständnissen führt. Das Wort Performance ist plötzlich ein wirklich überladenes Wort in dem Zusammenhang. Und Sie sollten vielleicht von vornherein einfach sagen, was Sie meinen. Und wenn Sie sagen, oder wenn Sie tatsächlich Effektivität messen, dann schreiben Sie auch einfach Effektivität und schreiben Sie nicht Performance. Das wäre jetzt der Tipp, der Praxistipp wäre wirklich gut, wenn Sie das täten. Dann sind Sie auch in Ihrer Sprache etwas eindeutiger und LeserInnen müssen sich nicht wundern, warum denn dann gegebenenfalls keine Runtime hinterherkommt. Es wurden sehr viele Effektivitätsmaße im Information Retrieval vorgeschlagen. Das ist nur eine kleine Auswahl der wichtigsten oder der bekanntesten Maße. Es gibt bedeutend viele mehr, Hunderte. Und es gibt Gründe, warum so viele Maße vorgeschlagen wurden, weil es leider nicht leicht ist zu messen, wie gut ein Ranking ist. Effizienz gibt es ein paar weniger Maße. Hier geht es natürlich, wie schon angedeutet, um die Zeit, die es dauert, offline den Index zu erzeugen oder gegebenenfalls auch online ihn zu updaten, wie viel Platz wird verbraucht und was ist der Overhead im Vergleich zu den Dokumenten in der Ursprungsdokumentkollektion. Also das heißt, hier geht es vor allem natürlich darum, Platz und Zeit zu sparen. Und es hat so ein bisschen so eine, es geht so ein bisschen fast in die Richtung von Komplexität. Je einfacher es ist und je simpler und je kleiner, desto besser und umso schneller wird es letztendlich auch gehen. Ein weiterer Aspekt ist im Online-Bereich, im Retrieval-Prozess des Suchmaschinensystems, ist der Throughput. Das bedeutet, wie viele Anfragen pro Sekunde schafft denn die Suchmaschine? Und bei der Latency geht es dann um die Geschwindigkeit, die es benötigt. Die Suchmaschine hat ein Ergebnis zu liefern für eine Anfrage. Genau. Wir gucken jetzt erstmal anfänglich auf Precision und Recall, das F-Measure, und vielleicht schaffen wir noch Precision at K heute. Aber wir fangen erstmal mit Effektivität an. Ich habe es eben schon gesagt, es geht um ein erwartetes Ergebnis
Und das erwartete Ergebnis der Suchmaschine sind relevante Dokumente. Und diese relevanten Dokumente, das Maß, das wir aufstellen, soll uns dazu befähigen, Aussagen zu tätigen über unsere Suchmaschine. Aussagen wie, meine Suchmaschine ist gut oder auch nicht. Aussagen wie, meine Suchmaschine ist besser als deine Suchmaschine. Zehnmal besser. Oder Aussagen wie, meine Suchmaschine hat im Ranking gewonnen von Track, was auch gut ist. Das ist das Ziel und wir können hier unterscheiden zwischen absoluten und relativen Claims. Bevor ich jetzt auf diese Sufficient Justification eingehe, absolute Claims wäre das erstgelistete. Ich sage einfach, meine Suchmaschine ist gut. Das könnte man fast im Marketing so erwarten. Man zieht einfach keinen Vergleich. Vergleichende Werbung ist ja auch nicht gut, beziehungsweise ist teilweise auch verboten. Und in dem Zusammenhang ist das natürlich eine Aussage, die man schwer belegen kann. Selbst wenn ich Ihnen eine Zahl an den Kopf werfe und sage, meine Suchmaschine ist 90%, erreicht sie in unserem Maß, sagt mir nichts. Ist das jetzt viel? Ist das wenig? Erreichen alle anderen 99? Weiß ich nicht. Ne? Also in dem Zusammenhang werden Sie in der Evaluierung nie umhinkommen, eine Suchmaschine zu evaluieren und nicht noch irgendeine andere Suchmaschine daneben zu stellen. Am besten eine, die möglichst kompetitiv zu Ihrer ist, um herauszufinden, ob Ihre Idee, wie Sie die Suchmaschine anders bauen wollen, tatsächlich etwas beiträgt oder nicht. Wir sprechen hier von einer kompetitiven Baseline, gegen die Sie sich vergleichen sollten. Nicht irgendwas Naives. Man kann natürlich auch eine Baseline nehmen wie eine naive Suchmaschine. Wenn alle dieselbe Baseline nehmen, hat man auch einen Vergleichspunkt, denn dann hat man ja wieder die Relation über alle Paper hinweg zu dieser einfachen Baseline. Aber sich zu einigen mit vielen tausend Personen, die alle dasselbe machen, ist sehr schwierig. Demzufolge wird eigentlich in der Evaluierung üblicherweise erwartet, dass Sie Ihre eigene Idee herausfordern. Und das können Sie nur so machen, indem Sie wirklich ein System sich heranholen, das sehr, sehr gut schon funktioniert und dann sehen, ob es wirklich irgendetwas beiträgt, was besser ist als das System. Soll natürlich paradigmatisch ähnlich sein, wobei auch hier letztendlich die Lösung eigentlich nur darin besteht, nicht nur ein Vergleichssystem heranzuziehen, sondern vielleicht ein paar mehr. Ja, ein ausreichender Beleg für einen solchen Claim wie hier können wir nur durch eine Messung erreichen. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Weise quantifizieren, was wir meinen. Denn mit Worten kann ich alles Mögliche sagen und in der Forschung generell, aber auch im Leben außerhalb der Forschung wollen wir eigentlich schon etwas verlässlichere Angaben haben als einfach nur ein Argument, warum etwas besonders gut funktioniere. Mit Argumenten kann man viel, oder mit Sprache im Allgemeinen, kann man viel Verwirrung erzeugen und die Leute um den kleinen Finger wickeln. Und mit knallharten Zahlen, von denen Sie wissen, wie sie ausgerechnet wurden, geht das dann nicht mehr so leicht. Vorausgesetzt, Sie können prüfen, dass die Zahlen auch nach bestem Wissen und Gewissen berechnet wurden. Das erwartete Ergebnis ist ein Ranking und in dem Ranking sollen relevante Dokumente sein. Hier habe ich mal ein Ranking angedeutet, horizontal, nicht vertikal, wie man es bei Suchmaschinen kennt, einfach nur um Platz zu sparen. Die Ranks habe ich deshalb drunter geschrieben, von 1 bis 10. Das sind die Top 10 Dokumente, die ein System A, nennen wir es mal, also das erste System, zu einem Thema 1 hervorgeholt hat. Der Vollständigkeit halber kann man hier auch nochmal die Scores drunter schreiben, die das System ausgerechnet hat. Welche das sind, wird üblicherweise ignoriert und spielt keine Rolle. Aber es gibt durchaus Situationen, wo man sich auch schon mal anschaut, wie ist denn der relative Unterschied zwischen den Scores bei verschiedenen gerankten Dokumenten. Natürlich können verschiedene Systeme verschiedene Scores ausrechnen und wenn Sie nicht dasselbe System oder nur eine Variante desselben Systems miteinander vergleichen, wo insbesondere die Score-Berechnung sehr, sehr kanonisch ist zwischen den Systemen, ist eine Vergleichbarkeit zwischen Systemen üblicherweise nicht angezeigt. Jetzt habe ich hier mal grün markiert die Dokumente, die tatsächlich relevant sind für das Thema. Wir haben diese Informationen von irgendwelchen Relevanzurteilen erhalten.
Jetzt geht es darum, die Effektivität einzuschätzen und zu quantifizieren, und ein Effektivitätsmaß soll genau das machen. Es soll dieses Objekt hier oben nehmen und eine Zahl ausrechnen, die uns sagt, wie gut denn dieses Ranking ist. Sie sehen, das erste Dokument ist relevant, das zweite schon nicht mehr, dann kommen ein paar relevante Dokumente, dann kommen ein paar nicht relevante Dokumente und so weiter. Üblicherweise oder zumindest in der heutigen Situation der Forschung wünschen wir uns, dass dieses Maß nicht einfach so nach Intuition definiert wird, sondern man wünscht sich, dass das Maß einem Modell folgt. Und das Modell soll das Modell sein, wie sich Ihre vorgestellten NutzerInnen verhalten werden, wenn sie eine solche Suchaufgabe mit einem Suchsystem erledigen wollen. Das heißt, das Maß soll das Verhalten der NutzerInnen operationalisieren und dahingehend dann eine Zahl ausrechnen, die unterscheidbar macht, ob das Retrieval-System das erwartete NutzerInnenverhalten am besten bedient oder nicht. Man spricht hier dann von sogenannter NutzerInnenorientierter Evaluierung im Gegensatz zur systemorientierten Evaluierung. Wir werden im späteren Teil der Vorlesung noch sehen, dass wir im Prinzip grundlegend zwei Arten von Retrieval unterscheiden. Das ist das Set-Retrieval, da haben wir kein Ranking vorgegeben, da haben wir einfach nur eine Menge von Dokumenten. Und dass das Ranked-Retrieval, was eigentlich der de facto Standard ist, mit dem wir uns auch jetzt weiter auseinandersetzen wollen. Allerdings muss man diese Unterscheidung weiterhin machen, denn die meisten grundlegenden Maße, die auch zuerst intuitiv ohne klare Vorstellung der NutzerInnen zugrunde gelegt wurden, um darauf weitere komplexere Maße aufzubauen, die sind auf Basis des Set-Retrievals entstanden. Das heißt, wir werden die ersten Maße sind Set-Retrieval-Maße, aus denen dann die Maße mit NutzerInnen-Modell für das Ranked-Retrieval abstrahiert wurden. Das heißt, es baut sich ein bisschen aufeinander auf, was jetzt kommt. Das sind nicht alle, das sind nicht abgeschlossene Maße, sondern es baut sich ein bisschen aufeinander auf. Und wir fangen an mit Precision und Recall. Das sind Maße, die Sie vielleicht schon mal in anderen Kontexten gehört haben. Hier tun wir mal so, als ob der Nutzer das ganze Set der retrievten Dokumente unabhängig vom Ranking durchgeht. Und dann zählen wir einfach, wie viele der Dokumente denn relevant sind und nicht relevant. Hier sprechen wir von einem Set, denn wir retrieven nicht die gesamte Dokumentkollektion. Wir haben irgendeinen Cut-off-Rank, selbst wenn die Suchmaschine einen Ranked-Retrieval macht. Denn üblicherweise wird ein Retrieval-Modell in seiner Allgemeinheit allen Dokumenten irgendeinen Score zuweisen, und sei er auch 0. Man kann jetzt sagen, ja, 0 kann ich ja ignorieren, aber im Endeffekt wird es wahrscheinlich in der Praxis so sein, dass alle Dokumente irgendeinen Minimalscore haben. 0,000 irgendwas. Und das bedeutet, Sie müssen jetzt natürlich das ganze Ranking durchgehen, wenn Sie das Ganze als Set betrachten wollen. Das klappt aber nicht. Demzufolge, und das gilt ja ganz, ganz ähnlich wie beim Pooling auch, müssen wir irgendwo Schluss machen und sagen, okay, da ist jetzt Schluss. Oder Sie haben tatsächlich eine Suchmaschine, die wirklich nur ein Set zurückliefert, dann haben Sie das Problem nicht. Ganz ähnlich wie vorher bei der Kappa-Statistik stellen wir eine Kontingenztabelle auf. Wir schauen uns an, unter unseren gejudgten Dokumenten im Pool, welche sind relevant und welche sind nicht relevant. Und unter den Ergebnissen, die wir zurückerhalten haben, die ja Teil des Pools sein sollten, wenn wir den ersten Umlauf machen, welche davon sind Teil des Ergebnisses und welche davon, die Teil des Pools sind, aber nicht des Ergebnisses, bleiben übrig. Und darauf können wir nun zwei einfache Maße aufbauen. Das erste Maß heißt Precision. Das ist der Anteil der retrieften Dokumente, die auch relevant sind. Hier die Größe A, die Zahl A, geteilt durch A plus B. Wir schauen uns nur die tatsächlich gelieferten Dokumente an, bis zu einem Rang K oder bezüglich einer Set-Ansicht auf das Ergebnis. Und schauen, wie viele davon sind relevant und nicht relevant. Das können wir jetzt hier nochmal uns direkt anschauen. Hier die Hälfte der Dokumente, etwas mehr als die Hälfte der Dokumente sind relevant.
So. Recall demgegenüber schaut, wie viele der Resultate, Entschuldigung, Recall, wie viele der relevanten Dokumente wurden tatsächlich hervorgeholt? Der Anteil der relevanten Dokumente, die tatsächlich retrieved wurden. Wir gehen hier von einer binären Relevanz aus, ja, nein, keine graduelle Relevanz. Und das wäre dann im Prinzip a geteilt durch a plus c. Also das heißt hier einerseits a geteilt durch die Zeilensumme bzw. a geteilt durch die Spaltensumme. Machen Sie sich diese Maße sehr gut klar. Studieren Sie sie intensiv. Was häufig passiert leider ist, dass man das eine mit dem anderen verwechselt. Das ist nicht ein bisschen in der Natur der Sache, sie sind sich sehr ähnlich. Je mehr Erfahrung Sie gewinnen, umso besser werden Sie darin, sie ad hoc zu unterscheiden. Es sind, kann man so sagen, im Informational Retrieval die beiden grundlegendsten und wichtigsten Maße. Deswegen hier nochmal die Hervorhebung. Man kann sich auch eine andere Art und Weise vorstellen, wie man die formal aufschreibt, indem man einfach Schnittmengen zwischen den Mengen bildet. Ist vielleicht ein bisschen intuitiver als die Kontingenztabelle. Das können Sie sich entscheiden, was Ihnen besser gefällt. Sehen Sie dann hier nochmal als Formel aufgeschrieben. Und haben wir noch was Wichtiges? Ja, genau. Den Recall zu maximieren ist trivial. Das liegt einfach daran, dass ich selbst in meinem Set-Retrieval, selbst wenn die Suchmaschine ja eigentlich nur relevante Dokumente liefern sollte, ich könnte ja einfach sagen, okay, ich implementiere eine Suchmaschine, die alle Dokumente zurückliefert als Set. Und demzufolge habe ich garantiert alle relevanten gefunden. Die Precision ist das Problem. Das heißt, hier einzuschränken auf die Dokumente, beziehungsweise Sie haben ja nur ein begrenztes Budget an Dokumenten zurückzuliefern und dafür zu sorgen, dass von den wenigen relevanten Dokumenten unter einer großen Menge von möglichen Dokumenten auch wirklich möglichst viele enthalten sind. Das ist die Herausforderung. Natürlich ist es trivial, alle Dokumente zurückzuliefern. So, man kann das Ganze plotten in einem sogenannten Precision Recall Raum, den ich hier mal aufgezeigt habe. Und in diesem Raum ergeben sich jetzt vier, wenn ich einen bestimmten Punkt, eine bestimmte Kombination von Precision und Recall wähle, vier Quadranten, könnte man sagen, die man unterscheiden kann. Und bezüglich dieser Quadranten ist es so, dass ich beim grünen Quadranten sage, dass wenn ich ein anderes System habe, das dort einen Punkt erlangt, das eine bessere Precision, also eine höhere Precision und einen höheren Recall erhält, ich dann sagen kann, dass dieses System wohl irgendwie klar besser ist als meins. Hingegen kann ich bei dem grauen Bereich sagen, wenn dort ein System landet, es ist klar schlechter als mein System. Bei dem gelben Bereich kann ich das nicht mehr sagen. Bessere Precision, schlechterer Recall. Was ist wichtiger? Unklar. Wir haben zwei Maße, aber wir wollen Systeme ranken. Wir wollen feststellen, welches ist denn das beste System. Dasselbe bei schlechterer Precision, aber besserem Recall. Was wollen die Nutzer ändern? Wenn ich das Nutzermodell habe, dass die Nutzer in das ganze Set durchgehen, das ich retrieve, dann ist eventuell besserer Recall gut. Wenn ich das Nutzerinnenmodell habe, dass die Leute sich nur einen Teil der Dokumente, die ich zurückgebe, anschaue, wie beim Ranked Retrieval, nur von oben so ein paar, dann ist bessere Precision wichtig. Und natürlich möglichst, dass auf den hohen Rängen die wichtigen Dokumente stehen und nicht weiter unten. Aber diese Situation haben wir jetzt nicht. In einem einfachen Reset-Retrieval können wir mit zwei Maßen nicht ein eindeutiges Ranking erzeugen. Wir haben eine partielle Ordnung, die von Precision und Recall erzeugt wird. Und um diese partielle Ordnung in eine totale Ordnung zu verwandeln, bezüglich der Systeme, werden wir jetzt ein weiteres Maß benötigen, das im Prinzip nichts anderes macht, als ein Average zwischen Precision und Recall auszurechnen. Allerdings nicht einfach das normale, einfache Average, das euklidische Average, sondern das harmonische. Das heißt, das F-Measure, haben Sie bestimmt auch da und noch mal gesehen und wird auf folgende Weise ausgerechnet. Hier die vereinfachte Formel, wenn man
nur zwei Maße hat, ist natürlich äquivalent, aber wenn man mehr als ein Maß hat, dann würde das so aussehen und fortgesetzt werden. Das F-Measure legt jetzt sozusagen eine Linie durch diesen Precision Recall Raum, den hier abgetragen ist. Alle Systeme, deren Precision und Recall auf dieser Linie liegen, haben denselben F-Wert. Auf diese Weise ergibt sich ein Ranking von unten links nach oben rechts. Aber es kann schon noch sein, dass es ununterscheidbar gibt bei Systemen, die sich zwar unterschiedlich verhalten, das heißt, das eine liefert mehr relevante Dokumente, das andere aber dafür aber verrauschter und das andere liefert weniger relevante Dokumente, dafür aber sehr klar nur relevante Dokumente. Das würde man auf dieser schwarzen Linie nicht unterscheiden können, da alle dieselbe Zahl am Ende erhalten. Das können wir hier auf der Bemerkungsfolie auch nochmal sehen. Hier wurde das mal für beispielhaft für eine ganze Menge verschiedener Systeme anhand von einem vorgegebenen Thema und Dokumentkollektion durchgezogen. Und Sie sehen hier dann diese Konturlinien, kann man natürlich beliebig durch den Raum legen. Ne? Das ist jetzt einfach nur andeutungsweise. Einfach ein 0,1, 0,2, was so häufige Schranken sind, die man versucht zu überschreiten. Und natürlich sind die Systeme, die sich jetzt hier oben rechts irgendwo gruppieren, die besser geeigneten für die Praxis als die anderen. Das F-Mast ist normiert zwischen 0 und 1 und was wir im Prinzip herausbekommen, da gehe ich gleich noch auf, ist im Prinzip eine totale Ordnung unter System. Ah ja, hier vielleicht noch der Vollständigkeit halber. Es kann nun eine Suchsituation geben, in der es Ihnen wichtiger ist oder Ihren NutzerInnen, Ihren vorgestellten NutzerInnen, dass die Dokumente präziser sind, also die Precision höher ist und der Recall nicht so entscheidend ist. Hauptsache, ich finde ein paar relevante Dokumente, es müssen nicht alle sein. Das heißt, Sie können dann das F-Maß entsprechend gewichten, um einer höheren Precision ein höheres Gewicht zu verleihen im Durchschnitt. Das ist dann hier in der Formel abgetragen. Sie wählen ein Beta und dieses Beta ist beim normalen F-Maß, wenn Sie das Beta als 1 wählen, dann haben Sie das normale F-Maß und wenn Sie einen Wert verschieden von 1 wählen, dann gewichten Sie entweder Precision höher oder Recall. Okay, ja, hier nochmal zur Illustration, mehr aus dem Machine Learning entlehnt, zwei Klassen, eine rote, eine grüne und wenn wir jetzt definieren, dass in unserem retrieveden Set diesen Cluster unter diesen ganzen verfügbaren Punkten bildet, dann erhalten wir hier, wenn wir nach den roten Punkten auch wirklich gesucht haben, immerhin eine Precision von 0,94, es sind kaum grüne Punkte da enthalten in dem Set der roten Punkte und der Recall ist eigentlich nur ungefähr ein Viertel. Das F-Maß ergibt 0,4. Demgegenüber, wenn wir fast alle Grünen haben wollten und sie auch erhalten und kaum rote, haben wir zweimal sehr hohe Werte. Das F-Maß sorgt dann dafür, dass man ist dann ebenfalls sehr hoch und auf diese Weise werden insbesondere Situationen ausgeschlossen, wie ich sie eben genannt habe. Diese pathologische Situation, ich gehe nochmal zurück, dass jemand einfach möglichst viele Dokumente zurückgibt und eher inklusiv ist, um dadurch den Recall möglichst hoch zu treiben. Und da könnte es halt sein, dass wenn man das einfache Average nähme, dass es dann zu komischen Effekten käme. Denn der einfache Durchschnitt zwischen zwei Werten kann durch Ausreißerwerte, wenn ein System sich versehentlich fehlverhält und ganz viele Dokumente liefert in unserem Set-Retrieval-Szenario, dass es dann zu einer Situation kommt, in der solche Systeme über Gebühr bewertet werden, obwohl sie eigentlich wirklich schlecht funktionieren. Es muss nicht nur sein, dass man nur auf einem Thema Precision und Recall ausrechnet, so wie hier in diesem Plot zu sehen, für jedes Thema einen eigenen Precision Recall Wert bestimmt und sich dann die alle anguckt. Wir können auch für eine erste Art und Weise einen Gesamt-Precision und einen Gesamt-Recall für eine Menge von Themen Q aufstellen.
Es lohnt nicht, ein System zu evaluieren auf nur einem einzigen Thema. Sie brauchen eine Menge von Themen. Und üblicherweise hat sich die Zahl 50 Themen als ganz gut herausgestellt, um verschiedene Ansätze zu retrieven, gut voneinander unterscheiden zu können. Das heißt, in den Maßen kommen dann hinreichend unterschiedliche Werte heraus, sodass sich mit geeigneten Durchschnittsbildungen zwischen Precision und Recall, wie jetzt mit dem F-Maß, ein Ranking ergibt, das auch signifikante Wertunterschiede im F-Maß zwischen den verschiedenen Systemen erzeugt. Das ist alles, worauf es hinausläuft. Es kommt nicht auf die Zahl an, die am Ende rauskommt, ob dann nur eine 0,2 steht, eine 0,7, eine 0,9 oder eine 0,8 für ein System, spielt keine Rolle. Solange nur das System, mit dem Sie das System vergleichen, eine signifikant kleinere Zahl hat über die Menge der Themen. Oder eine größere Zahl, je nachdem, was Sie messen wollen. Und das heißt, man lässt sich immer so in die Irre führen und sagt, oh, 0,9, das ist ja schon toll. Ne? Und ja, es ist auch definitiv gut, hohe Werte zu erringen. Aber im Allgemeinen sollte man sich davon möglichst befreien. Diese Zahlen so, alles größer 0,5 fühlt sich gut an, darf man nicht machen. Das ist ein Bias, den man in der Forschung ganz häufig sieht. Es geht nur um den Vergleich. Es geht nur darum, was Sie tatsächlich durch Ihr eigenes neues System, das anders ist als andere Systeme, beigetragen haben. Oder was die Neuerung, die Ihr System liefert, beiträgt zu einer Verbesserung. Und wie stark ist die Verbesserung zum stärkstmöglichen Konkurrenzverfahren? Oder zumindest innerhalb des Paradigmas, in dem Sie sich bewegen. Gut, also es gibt nun jetzt zwei Wege, Precision und Recall, über verschiedene Themen in einen Durchschnitt zu bringen. Und wir sprechen von Macro-Averaging und Micro-Averaging. Ich zeige Ihnen zuerst Macro-Averaging. Das ist ganz einfach definiert. Sie rechnen einfach Precision für jedes einzelne Thema Q aus der großen Menge Q hier und summieren das Ganze über alle Themen und teilen dann durch die Anzahl der Themen, die da sind, normalisieren das Ganze. Einfaches arithmetisches Mittel. Und dasselbe dann bei Recall. Und nun ja, das ist Macro-Averaging und demgegenüber steht dann hier nochmal bezogen auf die Kontingenztabelle, was Sie dann einsetzen müssen. Das ist dann jetzt einfach nur noch die Definition von Precision und Recall eingesetzt. Und demgegenüber steht dann das Micro-Averaging. Hier sehen Sie einen doch signifikanten Unterschied, wie normalisiert wird. Wir summieren einfach über alle Zähler der Precision Werte einzelner Themen und über alle Nenner der Precision-Werte einzelner Themen. Und dasselbe für den Recall. Und das Ganze wird durcheinander geteilt. Auf diese Weise geschieht dann die Normalisierung über alle Themen oder die Durchschnittsbildung. Und der Unterschied ist, dass hier im Macro-Averaging jedem Thema dasselbe Gewicht zuteil wird. Das bedeutet, ein Thema, das gegebenenfalls keinen so hohen Zahlenwert an relevanten Dokumenten beiträgt, weil es vielleicht sehr wenig relevante Dokumente gibt, hat dieselbe Wichtigkeit in der Durchschnittsbildung wie ein Thema, das sehr viel beiträgt. Und beim Micro-Averaging ist das genau nicht der Fall. Themen, für die es viele relevante Dokumente gibt, die tragen auch ein bisschen mehr bei. Man könnte sagen, schwierigere Themen werden stärker gewichtet beim Macro-Averaging, während leichtere Themen vielleicht etwas von der Wichtigkeit gedrückt werden im Vergleich zu diesen. Beim Micro-Averaging ist es eher so, dass man drauf schaut, dass man bei den leichten Themen möglichst gut abschneidet, zumindest. Und bei den schwierigen Themen, wenn sie denn seltener sind, ist es nicht so schlimm, wenn man schlechter abschneidet. Deswegen sagt man zu diesen beiden Art und Weisen der Durchschnittsbildung auch nutzerorientiert und systemorientiert. Nutzerorientiert bedeutet,
dass die Suchmaschine daraufhin optimiert wird, dass NutzerInnen immer ein möglichst gutes Ergebnis bekommen von der Suchmaschine, auch wenn sie mal ein schwieriges Thema eingeben. Während bei einer systemorientierten Sichtweise, sagen wir mal einer kommerziellen Suchmaschine zum Beispiel, eher vielleicht die Maßgabe ist, ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir bei manchen schwierigen Themen kein so gutes Bild abgeben, den einzelnen NutzerInnen gegenüber. Denn vielleicht geben die sehr selten schwierige Themen ein. Oder es gibt nur eine kleine Subpopulation von Personen, die meine Suchmaschine mit schwierigen Themen belasten. Während der Löwenanteil einer NutzerInnen eher einfache Themen eingibt und wir müssen darauf achten, dass wir der Mehrheit aller NutzerInnen ein gutes Ergebnis liefern. Ein möglichst gutes Ergebnis. Weil das ja auch im Endeffekt wahrscheinlich dann die Personen sind, die am meisten Masse beisteuern, was den Return on Investment anbelangt, also das heißt Ad Revenue in dem Fall bei einer kommerziellen Suchmaschine. Man kann jetzt die eine oder andere Sichtweise bevorzugen. Letztendlich sollte man sich immer beide anschauen. In der Forschung wird üblicherweise die NutzerInnen-Sicht bevorzugt und herangezogen, weil es nützt uns nichts, an Suchmaschinen zu forschen, die, ich sag mal, leichte Probleme gut lösen. Das ist dann mehr Engineering und weniger Forschung. Wir wollen Informationssysteme, die generell den Menschen gut helfen. Das heißt, wir schauen in der Forschung eher auf die Makrosicht und weniger auf die Mikrosicht. Merken Sie sich das gut, dass das kommt auch in anderen Bereichen immer mal wieder vor und kann, wie gesagt, auch für die intensive Auswertung Ihres Systems noch recht nützlich sein. Auch die beiden verschiedenen Maße mal gegenüberzustellen und zu schauen, wie groß ist die Diskrepanz. Könnte auch einen Einblick geben in die Art und in die Themen, die Sie ausgewählt haben. 50 Themen sind natürlich nicht viele, wenn Sie Millionen von Dokumenten indizieren. Da können ja noch viel mehr Themen eine Rolle spielen. Und vielleicht haben Sie ja versehentlich nur leichte Themen oder nur sehr wenige schwierige Themen drin und machen es sich daher in der Evaluierung etwas leicht. Hier dann auch nochmal ein paar Beispiele, wie Mikro- und Makro-Averaging sich unterscheiden können, die damals von Salton gegeben wurden. Und ich glaube, was hier unten steht, das habe ich auch gesagt. Gut. Ein weiteres wichtiges Thema und üblicherweise eine häufig aufkommende Frage ist, wie wollen wir denn Recall messen bei Millionen von Dokumenten? Wir können ja nicht alle Dokumente durchgehen und prüfen, ob sie relevant sind oder nicht. Das ist viel zu viel Aufwand. Nun, letztendlich bleibt nur eine Mittel, wenn wir uns für Recall interessieren, für ein gegebenes Thema. Wir müssen ihn schätzen. Und dafür gibt es jetzt hier, wurden eine Reihe von Heuristiken vorgeschlagen, 4 Stück. Ich fange mal mit der ersten an. Das wäre Pooling, so wie ich es beschrieben habe, schon vorher, entweder mit oder ohne Relevanzurteile. Pooling heißt, Sie haben eine nicht zu kleine Menge von sehr unterschiedlichen Systemen, die alle von ExpertInnen oder von Ihnen selbst optimiert wurden, das Problem möglichst gut zu lösen. Hier steht, Sie sollen paradigmatisch unterschiedlich sein. Das heißt, wenn Sie zweimal, dreimal, viermal dasselbe Retrieval-Modell mit unterschiedlichen Parametern angeben oder nur leichte Variationen in der Verarbeitungspipeline haben, dann zählt das nicht als paradigmatisch unterschiedlich. Wenn Sie allerdings einmal mit Retrieval-Modell-Klasse X und einmal mit Retrieval-Modell-Klasse Y, einmal mit Sprachmodellen, einmal mit herkömmlichen Modellen ranken, dann sind das paradigmatisch unterschiedliche Ansätze des Retrievals. Und davon sollte man möglichst viele sammeln und dann kann man eine fixe Menge an Themen, die wir auf der vorigen Folie schon hatten, Q, einfach an alle Suchmaschinen geben, holt sich von ihren jeweiligen Rankings für jedes Thema die jeweils Top K für irgendein gewähltes K
packt sie in den Pool gemäß des Poolings, das wir schon vorher besprochen haben, und führt dann entweder eine Relevanzbeurteilung durch der Top-K-Dokumente des Pools, oder man lässt das sein und nimmt einfach die Zahl der Suchmaschinen M, die jedes einzelne Dokument beigesteuert haben im Ranking, als Votum dafür, wie relevant denn das Dokument vielleicht sein könnte. Das heißt, je mehr Suchmaschinen ihrer Menge an paradigmatisch unterschiedlichen Suchmaschinen ein und dasselbe Dokument irgendwo unter ihren Top K ranken, umso relevanter wird das Dokument sein. Und Sie können dann vielleicht einen Threshold definieren, der M gleich 2 bedeutet. So müssen mindestens 2 paradigmatisch unterschiedliche Suchmaschinen dasselbe Dokument unter die Top K gebracht haben, damit wir sagen, ist relevant. Nicht alle Dokumente unter den Top K sind relevant mit hoher Wahrscheinlichkeit, denn es ist im Labor zumindest relativ schwierig, eine Suchmaschine zu bauen, die immer gut funktioniert. Wer weiß, vielleicht wird es bald möglich und vielleicht die modernen, gerade aufgekommenen Sprachmodelle werden da vielleicht auch bei helfen, aber wir werden sehen. Das heißt, wahrscheinlich, es ist ja auch in den normalen Pools bei Relevanzbeurteilungen so, dass nicht alle Suchmaschinen so gut sind. Das heißt, irgendwo müssen wir sie einen Threshold definieren. Jetzt haben Sie 2 Hyperparameter, die hier auszuwählen sind, K und M. Nun ja, das muss man halt nach Gefühl machen und mit viel Augenmaß. Der zweite Ansatz ist natürlich einfach statistisches Samplen. Kann man machen. Ich habe schon die hohe Klassenimbalance angesprochen zwischen den relevanten und nicht relevanten Dokumenten für ein Thema. Für jedes Thema wird es wahrscheinlich nur sehr wenige relevante Dokumente unter den Millionen indizierten Dokumenten geben. Das bedeutet, wenn Sie aus statistischer Sicht ein genügend großes Sample ziehen wollen, zufällig, um damit ein genügend großer Anteil von dem Sample zu den relevanten Dokumenten zählt, und wenn Sie diese Subpopulation der relevanten Dokumente sehr, sehr klein ist, dann werden Sie ein sehr, sehr großes Sample benötigen, wenn Sie repräsentativ samplen wollen. Das heißt, kostet dann doch sehr viel, wenn danach dann die Relevanzbeurteilung kommt. Das steht hier nicht, aber Relevanzbeurteilungen sind danach natürlich noch möglich, nötig in dem Sample. Das sollte ich vielleicht noch dazu schreiben. Genau, beim Query Rewriting ist es so, das ist mehr so in Anlehnung an das erste Verfahren, könnte man sagen, das Pooling-Verfahren. Wir nehmen ein Suchsystem, oder kann natürlich auch eine Menge sein, aber wir nehmen erstmal eins und lassen es für ein Thema das ein Ranking erzeugen, so wie es das halt macht, und fangen dann halt an, die Anfrage entweder manuell oder mit automatischen Verfahren umzuschreiben, mithilfe von Query Rewriting Verfahren. Zum Beispiel, wir expandieren die Anfrage mithilfe von Dokumenten, die unter den Top K als relevant beurteilt wurden. Und das Ganze kann man iterativ fortführen, immer so weiter, mit immer alternativen Queries, und hat dann für dieses Thema eine gewisse Abschätzung, wie wahrscheinlich denn noch mehr relevante Dokumente mit Anfragevarianten, die alle irgendwie dem ein und demselben Informationsbedürfnis genügen, zu finden sind. Also wie einfach ist es, noch mehr relevante Dokumente mit der aktuellen Suchmaschine zu finden. Und so hat man zumindest gebiased natürlich durch die Qualität der Suchmaschine eine Einschätzung, wie viel Relevantes denn durch die Suchmaschine retrievbar wäre. Man kann hier mit Pseudorelevanz-Feedback arbeiten und einfach die Top K als relevant annehmen und daraufhin dann automatische Query-Rewriting-Verfahren anwenden. Allerdings kommt das auch dann mit, ich sag mal, einem gewissen Fehler. Genau, und ansonsten, man kann natürlich einfach Experten fragen, insbesondere solche, die sich schon vorher mit der Dokumentenmenge, die man durchsuchen möchte, auseinandersetzen haben müssen, was denn in ihrer Erfahrung die Anzahl der Dokumente, die sie üblicherweise finden, ist für ein gegebenes Thema. Und wenn sie natürlich Zugriff auf ExpertInnen haben, hilft das besonders. Oder kann zumindest auch gegebenenfalls einen Ansatz wie oben stärker informieren. Häufig wissen das die ExpertInnen aber leider nicht. So, dann
sind wir hier erstmal am Ende des mengenmäßigen Retrievals, Precision Recall, Macro Average Precision Recall, Micro Average Precision Recall, das F-Maß. Das sind so die grundlegenden Maße. Und jetzt setzen wir uns dann mit dem Ranked Retrieval auseinander und welche Maße hierfür eine Rolle spielen. Wir fangen an mit einem Beispiel. Sie sehen hier vier verschiedene Rankings. A und B sind Rankings zweier verschiedener Systeme, System 1 und System 2, zu ein und demselben Thema, Topic 1. Und die Frage an Sie jetzt, welches der beiden Rankings ist besser? Das Ranking geht von links nach rechts, ganz links der erste Rang, und grün markiert sind die Dokumente, die wir schon als relevant beurteilt haben. Welches Ranking ist besser? Genau, also das Ranking A, sagen Sie, ist besser, von System 1. Warum? Weil Sie beide gleich viele Dokumente haben, die relevant sind. Ja. Die ich jetzt erzählt habe. Ja, stimmt. A hat Sie weiter vorne. Also genau, sind höher im Ranking. Warum machen Sie diese Voraussetzung? Warum sagen Sie dann, dass es wichtiger ist, dass die relevanten Dokumente höher im Ranking stehen? Was bedeutet ja, dass Sie quasi besser eingeschätzt wurden? Ranking haben, heißt es ja, dass sie besser quasi gefunden wurden. Also ich sag mal so, ist nicht falsch, aber wem bringt das was, frage ich mal. Ich meine, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwas googeln würde, die meisten Leute klicken auf den ersten Link. Ja. Und dementsprechend, in dem Beispiel hier sieht man das schon, bei B, okay, wenn man dann nichts Relevantes. Ja. Sie haben es jetzt implizit gesagt, aber Sie beziehen sich auf die NutzerInnen. Ja. Hier spielt genau das NutzerInnen-Modell eine Rolle. Wir fangen am Anfang des Rankings an zu browsen, nicht am Ende. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich gut, wenn die relevanten Dokumente weiter oben stehen. Genau. In dem Zusammenhang, vielleicht auch noch, ich habe es jetzt nicht gesagt, aber für all diese Rankings ist jeweils Precision und Recall, also die Precision und Recall-Werte von A und B sind gleich und von C und D sind auch jeweils gleich. Absolut ununterscheidbar, die beiden Rankings, aus mengenmäßiger Sicht. Wir nehmen mal an, dass diese grün markierten Dokumente für die beiden Themen, die wir jetzt hier sehen, die maximale Zahl an relevanten Dokumenten sind. Ne? Unabhängig davon, dass das Ranking noch weitergehen könnte. So sieht das Ranking einfach aus. So, wir haben jetzt Ranking A und B geklärt. Jetzt schauen wir uns mal Ranking C und D an. Wer möchte dazu Stellung nehmen? Ja. Ja. C besser, weil da wäre Relevantes gleich am Anfang. Aber wenn man zum Beispiel davon ausgeht, im Durchschnitt werden die ersten 5 Dokumente angeguckt, wäre D besser, weil da zumindest 2 Dokumente relevant. Ja, okay. Ja, genau. Ich wiederhole nochmal, also auch für diejenigen, die dann die Aufzeichnungen nur sehen. Sie haben gesagt, dass es davon abhängt, wie NutzerInnen sich verhalten. Und zwar könnte es sein, dass wenn Sie Leute nur auf die Top-Ränge schauen, dann wirkt C besser, weil das wichtige Dokument, zumindest ein relevantes Dokument auf einem richtigen Rang ist. Aber wenn die Leute tiefer ins Ranking reinschauen, dann erhalten sie schneller relevante Dokumente mit dem Ranking D. Genau. Es ist nicht ganz klar, welches hier besser ist. Man kann es nicht so richtig sagen. Irgendwie sind beide gut, abhängig davon, wie die Menschen sich verhalten. Und sie legen hier den Finger in die Wunde, denn Sie werden jetzt eine Reihe von Maßen und Ansätzen der Messung, die teils relativ alt schon sind und teils dann relativ jung, das letzte, kennenlernen, wo versucht wird, immer stärker, immer genauer die Ranginformation einzufangen, also die Reihenfolgeinformation, was nicht ganz trivial ist. Wir bauen, wie gesagt, auf den zuvor gezeigten Maßen auf Precision und Recall. Das F-Maß nicht. Nur auf Precision und Recall. Gut. Gibt es sonst noch was zu sagen hierzu? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Gut. Fangen wir an. Das ist das erste Ranking. Wir schauen uns erst dieses Ranking an. Wir legen jetzt mal ein Modell zugrunde für die beiden Maße Precision at K und Recall at K. Was bedeutet das? Das NutzerInnenverhalten, das wir zugrunde legen, ist, der oder die Nutzerin
brauchst das Ergebnis, so wie wir es hier sehen, bis zu einem fixen Rang k größer gleich 1. Wir können also bis zu diesem Rang für alle Dokumente, die sich vor diesem Rang befinden, k, schlicht und ergreifend einfach Precision und Recall ausrechnen. Wir übertragen also, wir zerschneiden das Ranking also beim Rang k. Vorher ist es die Menge der retrieveden Dokumente, danach hört die Nutzerin auf zu gucken. Also das heißt, was immer dann passiert mit den Dokumenten, die wurden quasi nicht retrieved, weil die Nutzerin ja aufhört. Wir können uns verschiedene Ränge ausdenken, häufig in der Forschung benutzt, abhängig davon, welches Problem man vorliegen hat, sind die Ränge 1, 5, 10 und 20. 10 deshalb, weil in Industriesuchmaschinen halt die 10 blauen Links immer zu sehen sind. 5, wenn wir nicht so viel Arbeit haben wollen, weil natürlich bei weitem nicht alle so weit nach hinten in der Websuche schauen. 1, wenn es sich nur um eine Faktenanfrage handelt. Das heißt, da sollte natürlich auf dem ersten Rang das beantwortende Dokument sein. 20, in Situationen, wo wir vielleicht eine ganze Menge Dokumente unabhängig voneinander eine ganze Menge Dokumente finden wollen, wie zum Beispiel bei der Related Work Suche in der Forschung. Das nur als mögliche Beispiele verschiedener Suchprobleme. Wir können jetzt also für jeden einzelnen Rang von links nach rechts Precision und Recall ausrechnen. Wie gesagt, wir legen zugrunde, dass der Recall mit der Menge der grünen Dokumente bis zu einem Recall von 1 auszurechnen ist. Und demzufolge sehen wir jetzt hier für jedes Add K, für jeden Rang von 1 bis 10, die jeweiligen Werte für Precision und Recall. Precision Add K und Recall Add K. Precision Add 1 wäre 1,0. Einfach deshalb, weil das erste Dokument relevant ist. Recall at 1 wäre 0,17. Auf dem ersten Rang haben wir nicht alle relevanten Dokumente gesehen. Und das Ganze geht so weiter. Wenn wir das zweite Dokument hinzunehmen, messen wir eine Precision at 2 von 0,5. Ein relevantes, ein nicht relevantes Dokument. Und der Recall bleibt gleich. Wir haben nicht ein zusätzliches relevantes Dokument gefunden. Auf Rang 3 steigert sich der Precision-Wert wieder auf 0,67. 2 von 3 sind relevant und der Recall steigert sich auch auf 0,33. Auf den folgenden Rängen steigern sich Precision und Recall entsprechend weiter und dann auf dem, der siebte Rang, da sinkt die Precision wieder auf 0,7, denn es kommt ein zusätzliches nicht relevantes Dokument hinzu, der Recall bleibt gleich. Das geht dann so weiter, die Precision sinkt weiter bis zum neunten Rang, wo sie dann erst wieder nur bei 0,5 liegt. Wir haben also ein relevantes Dokument mehr, als wir nicht relevante Dokumente haben, während der Recall gleich geblieben ist. Und auf dem letzten Rang, dem zehnten Rang, haben wir eine Precision von 0,6 erreicht und ein Recall von 1. Dieses Maß, wie schon gesagt, betrachtet in keiner Weise irgendwo das Ranking hier, wenn man sich das genau klar macht. Jedes K, das ich mir wähle, ist irgendein K und alles, was davor ist, spielt von der Reihenfolge keine Rolle mehr. Ich kann es also auch wild umsortieren, die Werte werden sich nicht ändern. Die Reihenfolge der Werte wird sich dann natürlich ändern, aber ich betrachte ja üblicherweise nur eins von den K, nicht alle. Und was wir hier vielleicht auch schon ganz gut sehen können, ist, dass die Precision nicht 1 erreichen kann, wenn wir at 10 ausrechnen. Sie landet bei 0,6. Und das ist irgendwie komisch, denn das Maß ist 0,1 normiert. Das heißt, wir haben für das
für das gegebene Thema hier einen maximalen Precision-Wert, den wir erreichen können. Denn es gibt ja nur 6 relevante Dokumente. Der Recall wird 1, aber die Precision, die kann nicht 1 werden. Es gibt einen Maximalwert. Und das kann auch schon zu Problemen führen in der Vergleichbarkeit. Eine Sache hatte ich noch im Hintergrund. Genau, richtig. Genau. Der Recall steigt monoton, je tiefer, je größer K wird. Und die Precision, die kann schwanken, je nachdem, welches K Sie anwenden. Das sind so Eigenschaften, die man hier direkt ablesen kann. Jetzt haben wir hier Wertepaare und man könnte jetzt, wie wir es ja auch vorher schon gesehen haben, beim F-Maß mal diese Wertepaare in den Precision-Recall-Raum hineinschreiben. Wir sehen auf der X-Achse den Recall, auf der Y-Achse die Precision, wie gesagt 0,1 skaliert und hier die Punkte von links angefangen, also links oben angefangen, dann gehen wir nach unten, dann geht es nach rechts immer weiter nach oben, dann geht es wieder nach unten gerade und dann nach rechts, die 10 Ks, die 10 Ränge dieses Rankings abbilden. Jetzt ist es nicht so anschaulich, sich einfach nur Punkte in diesem Raum anzuschauen, aber ich denke, diese Sicht ist nicht falsch, denn letztendlich ist es so, dass dieser Raum diskret ist. Wenn Sie sich nur die Top 10 Ränge anschauen, maximal, dann gibt es nur ganz bestimmte Möglichkeiten, wie auf welchen Plätzen in diesem Raum Precision- und Recall-Werte sein können. Auf allen anderen Plätzen können keine Precision- und Recall-Werte sein. Der Raum ist diskret. Nichtsdestotrotz, nur der Anschaulichkeit halber, können wir einfach mal gemäß des Rankings eine Kurve einzeichnen. Alle Werte auf dieser Kurve, die zwischen zwei Punkten liegen, haben keine Bedeutung. Das ist nur der Anschauung halber. Die Kurve sieht aus wie eine Sägezahnkurve und sie könnte so ein bisschen interpretiert werden als die Art und Weise, wie NutzerInnen die Suchmaschine, das Suchergebnis erleben. Das heißt, am Anfang ist alles gut, wir sehen ein relevantes Dokument und dann, gleich ein irrelevantes Dokument, ja, was ist denn das hier? Ne? Und na, es wird dann immer besser, man fühlt sich gut, also tatsächlich, User Experience spielt eine Rolle, fühlt die Nutzerin sich gut und dann geht es wieder steil nach unten, es kommt nichts mehr, bis dann am Ende nochmal ein relevantes Dokument kommt. Man könnte sich überlegen, dass das Auf und Ab der Erfolgserlebnis ist, während man das Suchergebnis studiert. Man freut sich natürlich immer, was Relevantes zu sehen. Und wir tun mal so, als würde nicht ein Dokument die ganze Anfrage beantworten, sondern es ist eher so, dass das Informationsbedürfnis so kompliziert ist, dass verschiedene Dokumente im Zusammenspiel die Suchanfrage, das Problem lösen. Wir können uns auch natürlich die Kurve mal eines zweiten Systems anschauen. Hier das System B, dessen Ranking wir ja schon als schlechter deklariert haben. Und das zeigt sich in gewisser Hinsicht auch in der Kurvencharakteristik. Wir haben ja gesagt, im Precision-Recall-Raum möchte man möglichst oben rechts landen. Und das könnte man auf diese Kurvencharakteristiken übertragen. Man möchte möglichst, dass die Kurven möglichst weit oben sind. Und beim Ranking B, wenn Sie das hier nachvollziehen, fängt man natürlich erstmal mit einem 0,0-Wert an und findet erst dann ein relevantes Dokument. Landet dann in exakt demselben Punkt wie auch beim Ranking A. Und auch am Ende kommt man am exakt dem gleichen Punkt raus, weil wir gesagt haben, letztendlich gibt es aus der Mengensicht zwischen A und B keinen Unterschied. Wir können das Ganze quantifizieren, diese Beobachtungen, und es handelt sich erstmal nur um Beobachtungen, nämlich als Fläche unter der Kurve. Wir können ja einfach so tun jetzt, schauten wir uns das gesamte Ranking an, schauen uns tatsächlich alle K-Werte an, tragen die hier ab und berechnen dann die jeweiligen Flächen unter der Kurve. Wie berechnet man eine Fläche unter einer Kurve? Na,
Man bildet das Integral und das machen wir hier durch eine einfache Art der Integralbildung, nämlich durch eine Interpolation, die hier angegeben wird. Wir verwandeln diese Kurve in eine Stufenkurve. Wir machen nicht, wie es üblicherweise in der Analysis der Fall ist, eine Annäherung wirklich an die Kurve, weil es kommt, wie gesagt, nicht so sehr darauf an, wie exakt diese Zahl jetzt hier ausgerechnet ist, sondern nur, dass zwischen zwei Rankings, zwischen zwei zu vergleichenden Rankings sich unterschiedliche Zahlen ergeben, hinreichend unterschiedliche Zahlen. Das heißt, wir machen das sehr grobschlächtig. Wir fällen einfach das Lot von rechts hier auf die Wand, die sich hier ergibt, des Sägezahns, gehen dann nach oben, fällen dann weiter, beziehungsweise fällen dann hier das Lot und bleiben beim nächsten Recallwert, gehen runter und bilden so die Stufenkurve. Mehr machen wir nicht. Und die Fläche hier drunter ist dann einfach gegeben durch die Zahlen, die wir damit ausrechnen können. Es gibt noch eine zweite Form der Integralbildung, die ist noch grobschlächtiger. Die sieht dann so aus. Wir fällen das Lot auf die Wand, wir fällen das Lot auf die nächste Wand und auf die nächste Wand. Das war's. Mehr nicht. Ganz banal. Das Gleiche können wir uns nochmal angucken für die zweite Kurve. Die sieht dann in der ersten Art der Interpolationsbildung so aus und der zweiten Art so. Eine Gerade. Nun ja. Sehr simpel, natürlich ist es ja auch ein sehr einfach gewähltes Beispiel hier, aber letztendlich, ne, wenn wir unsere Performance at 10 ausrechnen, dann sind das im Prinzip die Kurven, die wir sehen würden, solche und ähnliche, wenn wir uns einzelne Rankings anschauen würden. Und gelegentlich lohnt es sich vielleicht, das auch einfach mal zu tun, das nur sei es auch nur, um es nachzuvollziehen. Wir können das Ganze jetzt natürlich auch quantifizieren. Wir müssen uns nicht nur die Kurven anschauen, aber die Kurven machen das Ganze sehr anschaulich. Die Quantifizierung macht jetzt im Prinzip nichts anderes. Die sogenannte Average Precision mit der ersten Art und Weise der Interpolation berechnet sich einfach, indem wir die Precision-Werte für alle Ränge, auf denen ein relevantes Dokument steht, summieren und durch die erwartete Zahl von relevanten Dokumenten teilen. Die erwartete Zahl relevanter Dokumente ist im Prinzip die Größe der Menge der relevanten Dokumente. Und wir haben gesagt, in dieser Situation kennen wir alle relevanten Dokumente, sie sind Teil des Top-10-Rankings. Kann natürlich sein, dass man sie ja nicht kennt und dann sollte man diese Zahl heranziehen. Denn es kann ja sein, dass eine Suchmaschine nicht alle relevanten Dokumente findet. Und der Recall demzufolge hier nicht 1 ist, wenn man Precision at 10 ausrechnet. In diesem Fall haben wir gesagt, es wäre so und demzufolge ergibt sich eine Average Precision von 0,78. Für das Ranking B machen wir es genauso, 0,5 plus 0,4 und so weiter und so fort, geteilt durch 6 und es gibt sich eine Average Precision von 0,52. Genau, und wenn dann mal der Fall eintritt, der ist hier nicht gezeigt, aber hier habe ich es in Grau dann nochmal dazu geschrieben, wenn dann mal der Fall eintritt, dass ein relevantes Dokument nicht vorhanden ist in Ihren Rankings, dann setzen Sie in der Durchschnittsbildung dafür einfach hier eine 0,0 ein, wenn dieses Dokument zum Beispiel in Ranking B nicht da wäre. Setzen einfach eine 0,0 ein und auf diese Weise haben Sie dann... Ich meine, das kann sich aus der Summe natürlich rauslassen, ist ja klar, aber ich sag mal, diese Zahl hier, die darf sich dann trotzdem nicht verändern, weil es ist die erwartete Zahl von relevanten Dokumenten. Und wir erwarten natürlich mal, dass alle relevanten Dokumente gefunden werden. Oder zumindest so viele, wie hineinpassen. Dieses Maß ist dann wieder 0,1 skaliert. Das ist jetzt erstmal nur informell definiert anhand des Beispiels. Wir schauen uns erst noch die zweite Alternative der Interpolation an, die auch sehr häufig eingesetzt wird und die letztendlich auch unter dem Maß Average Precision formuliert wird und die funktioniert letztendlich noch ein bisschen einfacher. Wir schauen uns einfach für jeden Recall-Punkt oder für jeden Rang im Endeffekt
Beziehungsweise wir machen es uns noch einfacher, Entschuldigung, wir machen es uns noch einfacher, wir wählen einfach 11 Recall-Punkte. Hier 0, 0,1 bis 0,9 und 1 in 0,1er-Schritten inklusive der Extremwerte und schauen dann einfach, wenn wir zurück nochmal hier hingehen, schauen dann einfach bei diesen 11 Punkten, was ist denn jeweils auf dieser Interpolationskurve oder auf dieser Interpolationskurve der entsprechende Wert. Das sehen wir dann hier, das ist dann hier nochmal gemeinsam aufgehangen. Wir sehen zweimal eine 1,0, siebenmal eine 0,83 und zweimal eine 0,6 und in der B-Kurve 11-mal eine 0,6, ist ja nur eine Gerade gewesen. Das Ganze wird durch 11 geteilt, durch die 11 Recall-Punkte, die wir gewählt haben. Und auf diese Weise sorgen wir auch dafür, dass wenn, wie es auch durchaus vorkommen kann, die Punkte sich nicht so schön alignen hier zwischen den zwei Rankings, wir eine vergleichbare Situation erreichen. Das Ganze heißt dann 11-Point Interpolated Average Precision. Das Ganze kann ich Ihnen auch in Formeln zeigen. Die Formeln sehen nicht schön aus. Sie sehen nicht einfach aus, sage ich mal. Aber letztendlich machen sie nichts anderes als das, was ich gerade gezeigt habe. Also lassen Sie sich davon jetzt nicht abschrecken. Wir postulieren aufgrund unserer Relevanzurteile eine Funktion, die jede Paarung von Dokument und Anfrage, die wir kennen, zum Beispiel im Pool, auf einen Wahrheitswert abbildet, 0 oder 1 für nicht relevant 0 oder relevant 1. Und das Ganze multiplizieren wir für ein gegebenes Ranking, das einfach ein Tupel von Dokumentreferenzen ist, dann mit dem jeweiligen Precision-Wert und summieren das Ganze für verschiedene i-Werte von 1 bis k auf. Und diese Summe wird normalisiert, entweder mit dem Wert k oder wenn es weniger relevante Dokumente gibt, das heißt weniger als k relevante Dokumente, nehmen wir einfach die Summe über alle Dokumente, also das heißt die Zahl der tatsächlichen relevanten Dokumente wird hier angesetzt. Das ist alles. Und bei der 11-Point Interpolated Precision, da sieht der Summand hier ein bisschen komplizierter aus. Wir summieren über Precision at J-Werte, wobei J immer der Recall, der Precision-Wert ist, der sich auf der Interpolationskurve ergibt für den größtmöglichen Recall-Wert, der nach dem J folgt. Machen Sie es klar bei den vorigen Sachen. Wenn ich Ihnen das zuerst gezeigt hätte, dann wären Sie raus gewesen. Das kann ich Ihnen versprechen. Das Ganze wird dann normalisiert durch 11. Ist nicht schön zu erklären, aber so stimmt es auf jeden Fall. Gut. Wir können allerdings auch das Averaging können wir nicht nur in Zahlen durchführen, wir können auch das Averaging grafisch durchführen. Und das wollen wir hier vielleicht noch mal kurz demonstrieren. Hier sehen wir nochmal das Ranking A und wir sehen das Ranking C. Beide sind ja vom gleichen System. Und das heißt, wir können jetzt über verschiedene Themen ein Average für das System ausrechnen, eine Durchschnittskurve. Den Durchschnitt, den bilden wir einfach über die Interpolationsfunktion und wählen dann einfach jeweils das arithmetische Mittel für jeden der verschiedenen 11 Recall-Punkte. Mehr passiert hier nicht. Und das ist dann die charakteristische Kurve im Precision- und Recall-Aum über zwei Themen jetzt in dem Fall für System 1. Und dasselbe machen wir für System 2. Ich habe die beiden Rankings hier nicht gezeigt. Die können Sie sich selber herleiten auf Basis der Werte, die da jeweils dran stehen. Bei den verschiedenen Rankings B und C war es jetzt, ich bin mir nicht sicher, von System 2, genau. Und in dem Fall sieht halt System 2 so aus. Und Sie sehen, dass, wenn man jetzt hier die Fläche sich unter der Kurve anschaut, dass die beiden Systeme zwar
Das System 1 zwar eine durchaus eine größere Fläche zahlenmäßig einnimmt als System 2, demzufolge als besser bewertet würde, einfach nur in der Average Precision, in dem Average Precision, in dem quantifizierten Average Precision Maß, aber dass die Charakteristik der beiden Systeme durchaus unterschiedlich ist. Und dass kein System das andere wirklich dominiert, wenn man sich anschaut, dass System 2 hier kurz einmal über System 2 liegt. System 1 liegt. System 2 liegt über System 1. Was könnte das bedeuten? Was heißt das jetzt für unsere Interpretation? System 1 ist besser, die sich aus der Quantifizierung ergibt. Ich meine, ein Teil der Lösung steht hier, aber übertragen Sie es mal, ja? Naja, dass für manche UserInnen, die halt gleich am Anfang möglichst gute Ergebnisse haben wollen, das System 1 vielleicht besser gehalten ist, ja. Die UserInnen, die mehr Ergebnisse durchschauen, dazu bereit ja. sind, System 2. So ist es, ganz genau. Also NutzerInnen, die aus Gewohnheit tiefer ins Ergebnis reinschauen, sich mehrere Dokumente anschauen, um sich sicherer zu sein über die Antwort, werden mit System 2 leicht glücklicher werden, auch wenn es weniger Erfolgserlebnisse im Schnitt auf den oberen Rängen gibt. Während für diejenigen, die ungeduldig sind, System 1 das besser geeignete System ist. Und wenn man sich dann Kurven anschaut, die mit den eben schon genannten 50 Themen mal als Durchschnitt gebildet werden, dann sehen die irgendwie so aus üblicherweise. Und man wünscht sich, wie gesagt, dass die Kurve möglichst viel Fläche nach oben rechts abdeckt. Genau, das zu dem Averaging. Wenn wir jetzt, es gibt noch einen weiteren Weg, das Ganze dann zu quantifizieren, diese Art von Averaging über verschiedene Themen innerhalb eines Weg, also das heißt, es gibt dann hier noch die Mean Average Precision. Wir nehmen jetzt das Average. Sie sehen, die Maße bauen alle aufeinander auf. Precision und Recall wird zu Precision at K und Recall at K wird zu Average Precision wird zu Mean Average Precision. Und wenn wir jetzt also hier zwei Themen haben und das Ganze quantifizieren wollen, dann sieht das Ganze einfach so aus. Wir nehmen wieder das arithmetische Mittel einfach der Average Precision Werte für die beiden Rankings und erhalten dann 0,66 und das Ganze machen wir dann auch genauso für das andere System und erhalten 0,48. Das bildet dann letztendlich die Fläche hier unter den Kurven ab. So. Wir haben jetzt zwischendurch immer wieder über das NutzerInnen-Modell gesprochen. Beim Mean Average Precision hat sich, weil das tatsächlich ein Maß ist, das sehr, immer noch sehr weit verbreitet ist in der, im Information Retrieval, auch in der Forschung. Dieses Maß wurde nur auf Basis der Intuitionen, die ich Ihnen hier gerade genannt habe, gesagt. Und von NutzerInnen-Modell war nie die Rede. Also die ganze Verhaltensinterpretation, die wir jetzt hier vorgenommen haben, ist, die hat in dem Detailgrad damals nicht stattgefunden, sondern es war alles sehr intuitiv getrieben, wie man die Maße aufgestellt hat. Schon nicht trivial, aber durchaus unterschlagend, wie NutzerInnen sich wirklich verhalten, weil man es einfach nicht wusste. Man hatte keinen Einblick. Und jetzt hat sich in den späten 2010er Jahren, 2008, hat sich Robertson mal hingesetzt, einer der eminenten Theoretiker des Information Retrievals, und sich überlegt, wenn es ein NutzerInnen-Modell gegeben hätte für Mean Average Precision, welches wäre denn das gewesen? Und hat dort ein sehr einfaches NutzerInnen-Modell herausgefunden, also hergeleitet in seinem Paper. Und auch gezeigt, dass es das ist, also jetzt wirklich bewiesen, dass das Maß genau das abbildet. Und dieses NutzerInnen-Modell hat zwei Verhaltensmuster oder stellt zwei Forderungen an NutzerInnen auf, wie sie sich verhalten mögen. Der oder die Nutzerin hält das Durchsuchen eines Suchergebnisses oder stoppt mit dem Durchsuchen eines Suchergebnisses genau, nachdem ein relevantes Dokument gefunden wurde, und
Zweite Verhaltenseigenschaft wäre die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer irgendwann nach einem relevanten Dokument anhält, ist gleich verteilt über alle relevanten Dokumente im Ranking. Das bedeutet, es spielt keine Rolle, ob das relevanteste Dokument oder ob ein relevantes Dokument auf dem ersten Rang ist oder auf dem zweiten oder auf dem dritten Rang. Es wird einfach durch alle relevanten Dokumente geteilt, die Aufhörenswahrscheinlichkeit, und je mehr relevante Dokumente es gibt, umso geringer die Wahrscheinlichkeit für jedes relevante Dokument, dass der oder die Nutzerin aufhört zu browsen. Das bedeutet im Umkehrschluss, es werden wahrscheinlich eher mehrere Dokumente begutachtet, wenn viele relevante Dokumente da sind. Und gleichzeitig so als kleines Problem, das man damit haben könnte, ist, also ich sag mal, im Großen und Ganzen ist die erste Annahme, die man hier treffen muss, schon okay in manchen Situationen, ja, kann schon sein. Aber die zweite Annahme wirkt schon ein bisschen unrealistisch, denn irgendwann hat man halt genug vom Suchergebnis. Warum sollte jetzt das letzte relevante Dokument dann auch noch ganz viel liefern? Es sei denn, ich habe eine Situation, wo ich wirklich alle finden muss. Nichtsdestotrotz, wenn ich mich aus irgendeinem Grund, und die Wahrscheinlichkeit ist ja für jedes relevante Dokument unabhängig gewählt, einfach nur verteilt auf die relevanten Dokumente, wenn sie gering ist, dann werde ich beim letzten relevanten Dokument, wenn bei einer geringen Wahrscheinlichkeit dann der wahrscheinlichere Fall eintritt, dass ich weiter das Ergebnis durchsuche, dann bin ich natürlich letztendlich irgendwann dazu verdammt, als NutzerIn das Ergebnis bis zum Ende durchzugehen, weil kein relevantes Dokument mehr kommt. Und das ist ein Problem im Verhalten natürlich. Das suggeriert, dass nur Personen zugrunde gelegt werden, die zwar durchaus irgendwann vielleicht mal aufhören, wenn sie Glück haben, aber im Zweifel eher darauf aus sind, alles durchgegangen zu sein. Und das ist natürlich schon recht unrealistisch. Man kann also anhand dieses NutzerInnen-Modells, das letztendlich, wenn man es in ein Maß verwandeln würde, zu Mean Average Precision führen würde, oder zu einem sehr, sehr ähnlichen Maß, natürlich schon eine Kritik an der Art und Weise, wie die Effektivität von Suchmaschinen gemessen wird, haben. Allerdings, und das muss man natürlich umgekehrt auch sagen, ist jetzt die Maßtheorie oder die Theorie der Aufstellung von Effektivitätsmaßen jetzt auch nicht immer, diese Abbildung, nicht diese Operationalisierung von realen Verhaltensweisen nicht immer perfekt. Das bedeutet, im Großen und Ganzen ist jetzt Mean Average Precision auch nicht das allerschlechteste Maß deswegen. Ja? Es hat halt nur seine Probleme. Denn wenn wir jetzt andere Maße, die jetzt danach kommen, mal damit gegenüberstellen, dann sind die vielleicht sogar relativ gut mit Mean Average Precision korreliert und es ergibt sich gar kein großer Unterschied in Systemrankings. Immer noch mal zur Erinnerung, wir haben eine Menge von Systemen und wir wollen die in irgendeiner Reihenfolge der Systeme Güte bringen. Und das Maß Mean Average Precision jetzt zum Beispiel ist das erste Maß, das tatsächlich in der Praxis, in der Forschung eingesetzt wird, sehr weitläufig, und es hilft uns dabei, das zu tun. Und wenn ich jetzt ein anderes Maß vorschlage, mag das ein besseres NutzerInnen-Modell zugrunde liegen haben. Allerdings kann es genauso gut sein, dass letztendlich wir am Ende herausbekommen, dass beide Maße dasselbe Ranking erzeugen. Und nun ja, welches wir dann verwenden, spielt letztendlich in der Praxis keine Rolle, wenn es keinen Riesenunterschied gibt. Nichtsdestotrotz, das häufiger eingesetzte Maß ist das sogenannte NDCG-Maß, Normalized Discounted Cumulative Gain, das jetzt mit einem kleinen Zwischenschritt danach kommt. Der Zwischenschritt heißt Mean Reciprocal Rank, MRR. Hier betrachten wir einfach nur den inversen Rang des relevanten Dokuments unter der Annahme, dass der oder die Nutzerin beim ersten relevanten Dokument anhält. Dieses Maß könnte interessant sein für Faktenfragen, wo ein Dokument garantiert die Anfrage komplett beantwortet. Und man wünscht sich hier natürlich, dass das relevante Dokument, das man sucht, möglichst weit oben ist, und es genügt deshalb, auf das erste relevante Dokument zu schauen, denn Relevanz bedeutet hier ganz binär, beantwortet die Frage. Sie sehen dann hier verschiedene Beispielwerte für verschiedene Ränge und sehen dann das Maß, je höher der Rang wird, wird immer kleiner,
aber schon der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Rang ist quasi, man verliert die Hälfte der Bewertung durch die sehr, doch sehr krude Art und Weise, das Inverse hier einfach zu bilden. Dieses Maß wird eingesetzt in der Forschung, durchaus relativ weitläufig. Also man schaut schon darauf, wo ist das erste relevante Dokument, selbst wenn man mehr relevante Dokumente sucht. Und man wünscht sich natürlich, dass es möglichst weit oben ist und gewichtet dadurch Systeme, die wichtige Dokumente möglichst oben bewerten, recht hoch. Das heißt, im Zusammenspiel mit Mean Average Precision, wenn man beide auswertet, könnten beide Maße ein interessantes Bild über eine Suchmaschine abgeben auch. Oder verschiedene Suchmaschinen. Allerdings hat sich hier ein Disput entspannt um dieses Maß, der auf theoretischen Überlegungen, auf sachlogischen Überlegungen aus der Mathematik und der Maßtheorie Fuß den Fuhr aufgeworfen hat, Norbert Fuhr. Und zwar hat er gesagt, dass man eigentlich nicht den Durchschnitt über verschiedene Themen, deswegen der MRR, denn ich sollte das Maß hier vielleicht noch dazu schreiben, einfach nur damit der Vollständigkeit halber, man bildet jetzt über verschiedene Themen den Durchschnitt hier und hat dann das MRR-Maß. Dass die Durchschnittsbildung über verschiedene Themen dieses Maßes hier keinen Sinn ergibt, weil es sich hier um ein ordinales Maß handelt. Das heißt, der Abstand von hier zu hier ist so groß wie von hier bis in die Unendlichkeit. Und das ist wie eine Likert-Skala. Da einen Durchschnitt drüber zu bilden, ist im Endeffekt Quatsch, mathematisch gesehen. Wobei es auch da in der Mathematik, wie dann letztendlich Sakai gesagt hat, hier in Antwort darauf, durchaus auch einen Disput gibt, ob man das darf oder ob man das nicht darf. Und dass wir im Prinzip durch Fuhrs Kritik daran, der hat auch ein Beispiel hier genannt, das ich jetzt nicht vorexerziere, letztendlich nur einen Disput wieder aufleben lassen, der auch schon vor 50 Jahren schon mal geführt wurde. Und dass ja auch in der sachlogischen Praxis des Information Retrieval diese Situation, die problematisch sein könnte oder pathologisch gar nicht so sehr auftritt und so weiter und so fort. Man kann sich das Papier durchlegen, das wurde dann wieder mit einem Gegenpaper in Anführungszeichen aus dem Pro-Lager, auch das sollte eigentlich umgedreht werden, Fuhr ist Con-MRR und es gibt auf jeden Fall zwei Lager. Und Ferrante et al., wo Fuhr auch ein Co-Autor von war, die haben halt gesagt, nee, das geht alles so nicht, haben nochmal ein großes theoretisches Argument aufgemacht, das hat ein anderer, und das sind alles bekannte ForscherInnen hier aus dem Information Retrieval, hat dann wieder was dagegen gesagt. Also es ist gerade was im Fluss da, ich kann Ihnen also raten, wenn Sie in irgendeiner Situation mal das MRR-Maß anwenden, seien Sie sich versichert, dass die Personen, die ihre Maße bewerten, gegebenenfalls zu dem einen oder zum anderen Lager gehören könnten oder auch davon nie gehört haben könnten, das könnte natürlich auch sein. Insofern, hier passiert gerade was. Ganz interessant, aber vielleicht auch nicht so entscheidend für Sie jetzt. Wir denken immer noch, dass er das Maß durchaus anwenden kann, aber wie so oft mit Vorsicht. Genauso wie man das MAP-Maß mit Vorsicht anwenden muss, denn das NutzerInnen-Modell war nie definiert. Üblicherweise, und das eins der in der Neuzeit des Information Retrieval am weitesten verbreitete Maß ist das NDCG-Maß. Hier sehen Sie erstmal das DCG-Maß, Discounted Cumulative Gain. Hier ist Järvelin herangegangen und hat zuerst das NutzerInnen-Modell aufgestellt und danach das Maß definiert. Und zwar hat er folgendes NutzerInnen-Verhalten zugrunde gelegt. Erstens, jedes Dokument bzw. folgende Eigenschaften erstmal zugrunde gelegt, nicht nur das Nutzerverhalten kommt dann in Punkt 2 und 3. Zunächst erstmal haben Dokumenten Eigenschaften und diese Eigenschaften ist, dass sie einen bestimmten Gain haben. Sie liefern mir ein etwas. Und dieser Gain, der wird quantifiziert in der Relevanzbeurteilung. Das heißt, anders als wir es bis jetzt immer gesehen haben, sind die Relevanzbeurteilungen nicht ja, nein, relevant, nicht relevant, im Resultatset, nicht in der Menge der relevanten Dokumente, nicht in der Menge der relevanten Dokumente, sondern wir spalten nochmal auf zwischen den
nicht relevanten Dokumenten und unter den relevanten Dokumenten nochmal verschiedene Grade der Relevanz. Eine Likert-Skala von 1 bis 5. Wobei 5 in dem Fall Top-Relevanz bedeutet, Schlüsseldokument, wichtigstes Dokument oder ähnlich und alles darunter so lala oder irgendwas in die Richtung von Top. Und zwar ist dann das Nutzerinnenverhalten, das Javelin zugrunde legt, dass während wir ein Ranking durchgehen, sich dieser Gain, dieser Nutzen der Dokumente kumuliert. Das heißt, wir schauen uns das erste Dokument an, erhalten etwas daraus und dann schauen wir uns das zweite an, erhalten etwas daraus und irgendwann haben wir genug gesehen. Und das ist dann das dritte Nutzerinnenverhalten. Irgendwann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die abnimmt, je tiefer wir, die zunimmt, je tiefer wir ins Ranking gehen, hört der oder die Nutzerin auf, das Ranking durchzugehen. Und das Ganze hat er dann in eine Formel gegossen, die das widerspiegelt. Die ist jetzt hier aufgeführt. Wir gewichten hochgerankte Dokumente sehr hoch. Hier die Funktion R sagt einfach, welches ist das Dokument auf dem Rang I relevant. Ja oder nein, also eine 1 oder eine 0. Und dann gehen wir einfach die Ränge 1 bis K durch und sehen dann hier, jedes Mal, wenn wir ein relevantes Dokument finden auf dem jeweiligen Rang, wird entsprechend des Rangs die Zahl sehr hoch bewertet hier. Entsprechend der Relevanzbeurteilung. Das heißt, wenn hier eine 5 steht, dann steht hier 2 auf 5. Der Gain ist sehr hoch des Dokuments. Die R-Funktion, genau wie vorher, bildet nicht nur auf Relevanz 0, 1 ab, sondern sie bildet natürlich auf diese Grade ab. Das heißt, wir verwenden das hier. Je höher der Gain eines Dokuments ist, desto höher die Potenz. Das Ganze wird dann diskontiert hier im Nenner mit einem logarithmischen Faktor, der entsprechend ansteigt, je tiefer wir im Ranking sind. Und auf diese Weise, man kann sagen, das Maß sorgt vor allem dafür, dass es sehr wichtig ist, auf den oberen Rängen, sagen wir mal Ränge 1 bis 5, relevante Dokumente zu platzieren, weil das die größte Masse dann in der Summe ausmacht. Und das ist hier nicht normalisiert, so wie es ist, sondern wir summieren einfach nur die Werte bis zu einem gewissen Rang K, wo wir dann aufhören. So, und dann gibt es noch das sogenannte Normalized Discounted Cumulative Gain, das dann hier definiert wird. Wir nehmen alle bekannten relevanten Dokumente, also die Menge aller relevanten Dokumente, die wir irgendwie geschätzt haben oder die uns auf sonstige Weise zugespielt wird, zum Beispiel aus dem Pool, den wir vorher gebildet haben, und formen damit das perfekte Ranking. Das heißt, wir packen die Schlüsseldokumente mit der höchsten Bewertung auf die obersten Ränge, alle nacheinander, spielt ja keine Rolle in welcher Reihenfolge, dann die graduell leicht schlechteren Zweierdokumente, 1, 0, 4er und 5er Dokumente gab es jetzt hier einfach mal nicht. Und wir teilen dann einfach für jedes K hier, das sind die Ränge K, entsprechend den DCG-Wert, der sich für das tatsächliche Ranking ergibt, wenn man mal annimmt, dass das erste Dokument hier eine 3 war, durch den DCG-Sternwert des idealen Rankings und erhalten damit dann das NDCG-Maß at K. Das heißt, für den Rang 1 ergibt sich hier 1 und entsprechend der Ränge K die Zahlen, wie sie hier stehen. Dieses Maß ist tatsächlich das Maß, das eingesetzt wird, wenn man eine Situation wie in der Websuche hat, wo es vor allem darauf ankommt, dass die oberen Ränge mit guten Dokumenten belegt sind und die NutzerInnen frühzeitig aufhören, das Ranking durchzugehen oder gegebenenfalls schon nach den ersten 2, 3 Dokumenten aufhören und genervt sind. Und üblicherweise geht man so bis 10, NDCG at 10.